Eieiei, sie wollen hier und das Gas. Wo sind sie? Ihr könnt es nicht aufhalten. Es wird passieren. Ist schon gut. Nichts hier kann das ändern. Ja. Was zum Teufel? Du hast das Urteil gesprochen, Kyle. Ich würde den Sergeant hier nicht mit einer geladenen Waffe rumfuchteln lassen, wenn es nicht sein muss. Also, letzte Chance. Wo ist das Gas? Fick dich. Durchladen, Sergeant. Sergeant, ich flehe Sie an. Tun Sie meinem Sohn nichts, bitte. Hey, nein, nein, lass ihn, lass ihn. Nein, hör zu. Bitte. Hör mir zu, hör mir zu. Karetka-Theater. Lügner. Nein, es stimmt. Lügner. Das Gas ist dort. Karetka-Theater, ich schwöre es euch. Wo ist Hadir? Der Grünschnabel? Ihr könnt ihn nicht mehr aufhalten. Los, Sergeant. Rette beschissene Russen. General Barkov ist längst tot. Hadir, er ist hinter Barkov her. Wir sind hier fertig. Pack deine Sachen. Russen. Das Gas ist beim Karetka-Theater. Sichern und melden, du kennst das. Nach ihr. Nimm den Wagen, er bringt dich aus der Stadt raus. Hör dir erst auf Barkovs Anwesen. Sicher, sicher. Und einen Weltkrieg starten. Nicht, wenn wir vor ihm dort sind. Garrick, schlag ein, gib Deckung. Dass wir uns für die Rache, für die Aktion in dem... Na los, Sergeant. Roger. In der Botschaft. Es gibt einen schmalen Grat zwischen richtig und falsch. Ich glaube, wir haben das Richtige getan. Die Gut. Контакт нет. Вижу химикаты. Внимание всем. Заложники безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Принято. Расчеты химзащиты уже в пути. Город может спать спокойно. Schauen wir, was doch die richtige Entscheidung. Hey. Kontrollpunkt. Für uns. Macht das einen Unterschied? Die Straße ist dicht. Und jetzt? Draufhalten. Wenn sie nicht ausweichen? Dann bricht gleich die Hölle los. 3 Sekunden? Das ist reichlich Zeit. Heilige Scheiße, Captain. Nikolai hat uns gerettet. Wenn sie uns folgen... Passiert nicht. Boss. Was zur Hölle machen wir hier? Premier gerade. Wir räumen den Dreck weg. Mit Frauen und Kindern? Als Druckmittel. Arm Geisel. Ohne Handschuhe kriegst du Blut an deine Hände, Kyle. So ist das nun mal. Und wo ziehen wir dann die Grenze, Sir? Du ziehst die Grenze. Wo immer du sie ziehen musst, Kyle. Letztlich muss einer dem Feind Angst vor der Dunkelheit machen. Wir werden schmutzig. Die Welt bleibt sauber. Das ist die Mission. Also, wenn du Skrupel hast, kriege ich das auch allein hin. Nein, Sir. Keine Skrupel. Gut. Und jetzt zu Hadir, bevor er Barkov killt. Dann los. Licht aus. Sucht Rupp. Hadirs Leute. Sie suchen noch. Dann sind wir nicht zu spät. Holen wir uns Hadir, bevor er in Barkovs Keller einen dritten Weltkrieg anzettelt. Bleib dran. Alles ruhig. Bisher. Also hat Hadir bereits die Kontrolle. Ob Barkov hier ist? Geh davon aus. Wenn nicht, dann bald. In Barkovs Haus wird es vor Al-Katala wimmeln. Am besten nutzen wir die Dunkelheit. Bleib unsichtbar und greif nur an, wenn du musst. Wenn Hadir in Barkovs Haus ist, müssen wir versuchen, ihn zu finden. Es sind Schüsse gefallen. Los. Durch dieses Tor kommen wir rein. Okay.
Schieß auf die Lampe. Wir nutzen die Dunkelheit für Deckung. Wir haben Nachtsicht. Nachtsicht gehört immer gut. Alcatala voraus. Nicht schießen. So viele. Bleib in Deckung. Meide das Licht. Weiter. Bleib unsichtbar. Wir müssen den Strom kappen. Benutzt den Sicherungskasten an der Wand. Den hier. Rückzug ist abgeschnitten. Schieß die Lampe aus, das wird sie ablenken. Warte, bis sie gehen. Okay, sie trennen sich. Zwei auf der rechten Seite. Erledigen wir die zuerst. Die sind tot. Alles gesichert. Weiter. Ja. Ah, ich liebe solche taktischen Stellen. Kyle, hier lang. Bleib im Dunkeln. Außer Sichtweite. Ja. Da vorne ist der Aussichtspunkt. Ich habe mir keine Munitionsanzeige gezogen. Ja doch, haben wir wohl. Blick auf Markus Anwesen, siehst du an. Was haben wir, Boss? Haupthaus ist friedlich. Aktivitäten am Uhrenturm, in der Kirche und beim Pool. Abseilen. Ich behalte dich im Auge. Bloß ich kann den ganzen Scheiß jetzt halt mal alleine machen. Na geil. Ich hab keine Ahnung, wovon Sie reden! Schütz sie aus. Alles sicher. Vorsicht, sie sind in der Überzahl, aber du kannst dich zurückziehen, wenn es zu haarig wird. Wir gehen erstmal zum Pool. Du nährst dich dem Pool. Ja. Ich habe die Lampen für dich ausgeschossen. Zenit. Klingt, als hätte Alcatala eine Geisel. Sieh nach, ob er hier da ist. Vielleicht hat er Barkov. Such einen Sicherungskasten. Den Strom zu kappen, wird es einen Vorteil verschaffen. Spur von Nadir. Aber sie haben eine Geisel. Finde heraus, was die Geisel weiß. Jede Information kann uns... Mein Vater. Mein Vater. Der ist am Ende. Vielleicht könnt ihr bei der Kirche und am Uhrenturm noch reden. Okay, wir müssen... Achtung, in dem Fahrzeug sitzt eine Alcatala-Patrouille. Halte dich fern. Was ist denn Fahrzeug? Come on.
So, den Pool haben wir sicher. Ich sehe Alcatala hinter dir. Hinter mir. Ah. Hab schon. So kannst du besser unentdeckt bleiben. Kaum Aktivität in der Nähe des Haupthauses. Du kannst es umgehen. Pass auf, er ist nicht allein. Sie wissen, dass etwas nicht stimmt. Halt den Kopf unten, damit sie dich nicht finden. Vorsichtig sein, damit wir hier nicht erlegt werden. Warte, er ist in Sichtweite eines anderen Ziels. Zu spät. Das war natürlich nicht gut. Scheiße. Da war ich ein bisschen zu schnell mit dem. Vorsicht, die haben eine fette Waffe. Verloren. Du bist vorerst auf dich gestellt. Den hat auf jeden Fall erledigt. Die Frage ist, war doch dem. Da sind noch Gefangene bei der Kirche und am Uhrturm. Beweg dich! كلك هون كل الليل المعده هرب الجبال رايح ورا ما في شيء هون der ist auf jeden Fall tot الغرفه فاضيه
Der ist auch tot. Bei der Kirche unterm Uhrturm sind noch Gefangene. Geh dahin. Gehen wir mal langsam. Tot. Gut, den jetzt auch schön mitgenommen. Kontrollpunkt erreicht. Ich bleib trotzdem bei der AK-47. Sicher, weil... Da sind immer noch Gefangene bei der Kirche und am Uhrenturm. Yeah, lass mich das bei das Haus hier sicher machen. Schön, Munition. Das ist alles oben drüber. Wir müssen noch die Kirche und den Uhrenturm durchsuchen. Für die Kirche den Uhrenturm besuchen, besuchen. Untersuchen müssen, ist klar. Da sind noch Gefangene bei der Kirche und am Uhrenturm. Beweg dich! Auch ein Code. Ich habe Sichtkontakt zu dir. Den einen habe ich ja mitgenommen. Du näherst dich der Kirche. Feindlicher Wagen, nicht angreifen. Feindlicher Wagen rechts. Ich sehe Al-Katala hinter dir. Sie verlieren einen Gefangenen in der Kirche. Geh nach Osten. Da ist der Sicherungskasten. دفتر الكهرباء
راح شوف علبة الكهرباء. Ziel vorausgesichtet. Vorsicht, neben ihm ist ein weiteres Ziel. In Lombard Sarl und Schiff. Hier ein Feind vor dir. Hadi ist nicht zu sehen. Das ist eine weitere Geisel. Sieh nach, ob er noch reden kann. Das war ein Stich ins Wespennest, Kyle. Meine Familie. Scheiße, Captain. Die Geiseln gehören zu Barkovs Familie. Barkovs Leute waren in Hadirs Haus. Wo willst du hin? Lass mich bitte nicht hier! Zum Uhrenturm, sofort. Wenn sie eine Geisel haben, wird sie nicht mehr lange am Leben bleiben. Ich sehe einen Feind. Rechts. Feind zu deiner Linken. Feindlicher Wagen hinter dir. Winfie? Scheifu! Scheifu! Sie verschärfen die Sicherheit. Al-Katala-Patrouillen sind vom Hauptplatz auf dem Weg zu dir. Er wird beim Uhrturm festgehalten. Noch haben sie ihn anscheinend nicht getötet. Da ist ein Ziel zu deiner Rechten. Sieh mich an. Wo ist der Mann, für den du arbeitest? Schwerer Fehler. Du Stück Dreck. Bleib unten, so bist du schwerer zu sehen. Sie ist verschlossen. Versuche, einen anderen Weg zu finden. Mit diesem Sicherungskasten kannst du den Strom für dieses Gebäude abschalten. Das ist Sicherungskasten. Uiuiui. Kein Anzeichen von Hadir. Finde heraus, ob die Geisel Barkov verraten. Zweiter Stock. 4-5-1. Sie haben ihn gebrochen. Er sagte zweiter Stock, 4-5-1. Mehr Informationen haben wir nicht. Geh nach ganz oben im Haus. Wir treffen uns dort. Gut, das sehen wir dann in der nächsten Folge.